Ich kann Ihnen versichern, der exponentielle Verlauf der Kurve, der wird immer steiler. Und zwar deswegen, weil das System eine immer höhere Druckbetankung braucht, damit der Sack nicht in sich zusammenfällt. Ja, damit haben wir auch einen Zeithorizont. Sie sagten einige Quartale oder wenige Jahre, aber kein sehr langer. Mit dieser traurigen und beunruhigenden Prognose. Jetzt noch die 100 Millionen Dollar Frage zum Schluss. Ich weiß, dass es darauf keine Antwort gibt, aber ich kann Sie in die Frage nicht ersparen. Was sehen Sie für einen Zeitrahmen für diese Entwicklung, für diese Negative, die Sie befürchten? Also, wie gesagt, der deflationäre Druck 2020, der ist ja schon eigentlich, da lag ich gar nicht schlecht, auch wenn er sich auf eine andere Weise entladen hat, als ich das antizipiert hatte. Ich habe mir angeschaut, was denn die Kipppunkte in früheren großen Inflationsszenarien waren, also Deutschland 23, Venezuela, Zimbabwe und so weiter. Und die Kipppunkte waren in aller Regel dann gegeben, wenn die Zentralbank mehr Geld, Zentralbankgeld emittiert hatte, als das Bruttosozialprodukt ihres Währungsraums beträgt. Es gibt verschiedene theoretische Überlegungen, warum das so ist. Ich habe dazu auch mal was Eigenes veröffentlicht unter dem Stichwort Seniorage-Kapital. Aber letzten Endes ist es so, dass ja dem Geld müssen Güter gegenüberstehen. Das ist also intuitiv, ist es logisch. Wenn ich mehr Geld als Güter habe, dann wird es irgendwann schwierig. Und deswegen gibt es einen Zusammenhang zwischen der Zentralbankgeldmenge und der Gütermenge, die man mit diesem Geld erwerben kann. Und umso mehr Güter erzeugt werden bei gleicher Geldmenge, umso eher ist davon auszugehen, dass diese Geldmenge auf ein Angebot trifft, wenn sie den Nachfrage entfaltet, das dann noch irgendwie gematcht wird. Wenn aber die Geldmenge, die Zentralbankgeldmenge, die sagen wir mal, ohne Deckung ist, auf ein Bruttosozialprodukt trifft, was kleiner ist, dann wird es schwierig. So Das ist jetzt logisch, verstehe sogar gibt ich. es allerdings einen großen Unterschied, je nachdem, auf welche Weise die Zentralbank dieses Geld geschöpft hat. Wie schöpft unsere Zentralbank Geld aus dem Nichts? Sie druckt das Geld und kann es auf Papier machen oder elektronisch und kauft damit Staatsanleihen. Und das Problem der Staatsanleihen ist, dass sie wertlos sind. Die europäischen Länder sind im Wesentlichen alle pleite, wenn sie normale Zinsen bezahlen müssten, wenn man sie nach normalen Ratingkriterien bewertet, dann sind sie alle pleite, einschließlich Deutschlands nach meiner Überzeugung, weil bei Deutschland darf man nicht die Staatsverschuldung nehmen, die offizielle Zahl ist, sondern man muss die ganzen Verpflichtungen hinzuzählen, die Deutschland im Wege von Garantien und Risiken eingegangen ist durch die Frau Merkel. Und diese Garantien und Risiken, das ist jetzt nicht nur dieses große Corona-Paket, sondern da gibt es auch noch das Klimapaket und es gibt die ganzen Euro-Rettungspakete. Es gibt Target 2, was wahrscheinlich eine Vollabschreibung sein wird, wenn es dann soweit ist und so weiter. Und wenn man das mal alles zusammenzählt, ist Deutschland mindestens so überschuldet wie Italien, auch relativ zum Bruttosozialprodukt. Und dazu kommen natürlich noch die ganzen Off-Balance-Sheet-Verpflichtungen, wie es so schön heißt. Rentenzahlungen, andere Sozialversicherungszahlungen, Pensionen für Beamte, sonst was. Wenn Sie das alles mal verbarwerten und da drauf zählen, dann ist das eine ganz schwierige Kiste. Also deswegen sind Staatsanleihen, die die EZB kauft, um die Geldmenge zu erweitern, im Prinzip wertlos. Die EZB kauft Staatsanleihen, die nichts wert sind und gibt dafür Geld hin, was zumindest am Anfang noch was wert war. Und diese Schere geht immer weiter auf. Und während diese Schere aufgeht, wird das Geld quasi debased, also man entzieht ihm die Basis. Wenn jetzt die Zentralbank stattdessen Gold kaufen würde, wenn sie frisches Geld druckt und Gold dafür kauft, wird gar nichts passieren, weil dieses Gold wäre immer werthaltig. Ja, das tut sie aber nicht, weil der Zweck wäre ja nicht, die Geldmenge per se auszudehnen, sondern der Zweck ist, etwas zu alimentieren, nämlich eine Staatsschuld, die nicht tragbar ist. Und allein die Tatsache, dass die EZB die ganzen Schulden der Staaten aufkaufen muss, damit es überhaupt noch gut geht, bedeutet schon, dass sie wertlos sind, weil kein anderer sie zu den Konditionen nämlich kaufen würde, der bei Verstand ist. Es sei denn, er weiß, dass die Zentralbank sie ihm am Tag drauf zu einem höheren Preis wieder abnimmt. Das ist auch das, was passiert. Also ein Schneeballsystem, der Zeithorizont jetzt noch. Ja, es ist ein Schneeballsystem. Und der Zeithorizont, wann geht das Ja, los? Also wenn Zeithorizont. die Ist, also wenn Sie sich anschauen, wie die Geldmenge ausgedehnt wird durch die EZB, und wenn Sie sich anschauen, wie wahrscheinlich das Bruttosozialprodukt sich entwickelt, dann wird irgendwann in den nächsten Quartalen werden sich diese beiden Kurven schneiden, je nach Szenario. Das kann Ende diesen, Anfang nächsten Jahres sein, das kann auch ein Jahr später sein. Das hängt eben davon ab, wie schnell sozusagen die Geldmenge weiter hochgefahren wird und wie das Bruttosozialprodukt sich entwickelt. Ich habe dazu Grafiken veröffentlicht auch, nicht nur auf meiner Website, sondern auch in vielen Vorträgen. Auch in meinem neuen Buch sind die drin abgebildet, Was wir Freiheit hier oder Niemand. einblenden, genau, das neue Buch.
Vielen Dank dafür. Ja, also da ist ein ganzes Kapitel, befasst sich auch mit der Frage des Timings. Natürlich mit gewissen Unwägbarkeiten, weil ich kann Ungleichgewichte analysieren. Ich bin aber, ich habe keine Glaskugel, die sozusagen bis hinter die letzte Nachkommastelle anzeigt, wie genau es laufen wird. Aber dass das Ungleichgewicht immer größer wird, erkennen wir schon an dem exponentiellen Verlauf der Geldmenge. Also wenn Sie sich anschauen, 1999 hatte die EZB eine Geldmenge von 690 Milliarden Euro. Das war die Bilanzsumme der EZB. Und dann ist die erst langsam gestiegen und dann immer schneller gestiegen. Und die beträgt jetzt etwa 8 Billionen Euro. Also das ist das Zwölffache. Ich kann aber nicht erkennen, dass in den 12 Jahren das Bruttosozialprodukt auch ums Zwölffache gewachsen wäre. Das erschließt sich mir nicht. Und wenn Sie sich mal anschauen, mit welcher Geschwindigkeit im Moment es weiter wächst, das geht hoch und diese Kurve wird immer steiler. Und diese immer steilere Kurve dieses exponentiellen Wachstums, die bedeutet beispielsweise, dass wir letzte Woche allein 50 Milliarden Euro frisches Geld bekommen haben. Das ist etwas weniger als ein Zehntel der Geldmenge, die wir überhaupt 1999 insgesamt zur Verfügung hatten. Einmal, als im März die französischen Staatsanleihen von der Marktseite unter Druck gekommen sind, hat die EZB die nackte Panik gepackt. Da hat sie in einer Woche, nämlich der Woche zwischen dem 19. und dem 26. März, 350 Milliarden Euro frisch gedruckt. 350 Milliarden in einer Woche, das ist fast eine Million pro Sekunde. Ja, und zwar day and night, 24/7, fast eine Million pro Sekunde. Im Moment hält sie sich ja diesbezüglich mit etwas mehr als 100.000 pro Sekunde noch quasi zurück. Das ist ja Trödelgang. Aber ich kann Ihnen versichern, der exponentielle Verlauf der Kurve, der wird immer steiler. Und zwar deswegen, weil das System eine immer höhere Druckbetankung braucht, damit der Sack nicht in sich zusammenfällt. Ja, damit haben wir auch einen Zeithorizont. Sie sagten einige Quartale oder wenige Jahre, aber kein sehr langer. Mit dieser traurigen und beunruhigenden Prognose.